Etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf und betreten eine rätselhafte Bühne. Träumen von schönen, vielleicht etwas wirren Begegnungen und Erlebnissen. Andere haben eher bedrückende, quälende Träume. Was hat das zu bedeuten? Forscher messen die Ströme im Gehirn. Theorien werden aufgestellt und wieder verworfen. Wer oder was beschäftigt uns im Schlaf? Und guten Abend, liebe Zuschauer. Im Prinzip ist es doch schön, Träume zu haben, im Schlaf und auch im realen Leben. Meist vergessen wir sie wieder, wir wachen auf, weg sind sie. Manchmal bleibt etwas haften. Einen habe ich mir mal gemerkt, ein paar Tage ist es erst her. Es war schon etwas konfus, um es mal milde auszudrücken. Dieser Traum spielte in einem fernen Land, mir kam es vor wie China. Allerlei nette Menschen liefen herum, die ich kenne, nur mit China hätte ich sie nie in Verbindung gebracht. Und die Situation, um die es da ging, war auch eher unchinesisch. Und mir war wieder mal nicht klar, zu wem fallen solche Geschichten ein? Sind es Sehnsüchte oder Ängste, die wir im Wachsein aus gutem Grunde unterdrücken? Oder greift sich unser Gehirn ein paar Brocken und halb verdaute Gedanken aus dem Alltag heraus und spielt damit Kino in einem Augenlidern. Aber wer schreibt eigentlich das Drehbuch? Wer ist der Regisseur? Oder will uns da jemand eine Botschaft? Claudia Rubi, stöbern mal hinter den Kulissen unserer Träume herum. Der junge Soldat hat es eilig. In Würzburg wartet sein Kompaniechef auf eine wichtige Depesche. Zur gleichen Zeit, ein paar hundert Kilometer weiter östlich, seine Schwester erlebt etwas Seltsames. Es ist das Jahr 1892. In ihrem Inneren sieht sie ihren Bruder, der sein Pferd vorwärts treibt und die Kutsche rast. Sie wildet unbeirrt weiter. Als er die Kutsche bemerkt, ist es bereits zu spät. Was hat das zu bedeuten? Noch am selben Abend erfährt sie, dass ihr Bruder an diesem Tag tatsächlich schwer verunglückt ist. Beinahe wäre er ums Leben gekommen. Der junge Mann heißt Hans Berger. Von dem Unfall behält er nur einige Narben zurück. Doch das merkwürdige Erlebnis seiner Schwester lässt ihn nicht mehr los. Hans Berger, konnte es sein, dass seine Schwester weit entfernt das Geschehen mitbekam? Gehirns? Mehr als 20 Jahre später macht er dazu eine bedeutende Erfindung, die der Traumforschung eine neue Dimension eröffnen wird. Am 6. Juni 1924 wagt Hans Berger das entscheidende Experiment. Zum ersten Mal gelingt es, die Hirnströme eines Menschen zu messen. Berger geht als der Erfinder des Elektroenzephalogramms, des EEG. Doch was verraten die feinen Impulse aus dem Gehirn genau? Noch ist diese Technik viel zu jung, um Genaues darüber sagen zu können, was im tiefsten Inneren vor sich geht. Lang versucht Berger, die Signale zu entschlüsseln. Durch zahllose Versuche will er herausfinden, welche Botschaften hinter diesen Kurven stecken. Mit dem EEG hat Hans Berger eine der bedeutendsten medizinischen Erfindungen gemacht. Doch sein eigentliches Ziel erreicht er nie. Die rätselhafte Verbindung zwischen ihm und seiner Schwester über weite Entfernung hinweg, das, was sein wissenschaftliches Interesse geweckt hatte, kann er nicht erklären. Und auch das Geheimnis von Träumen überhaupt bleibt noch ungelüft. Dr. Tamara Fischmann führt hinab in die wohl größte Traumdatenbank der Welt. Unter der Erde lagern tausende Träume, wertvoller Stoff für die Traumforscher. Finden sie, in die allen gemeinsam sind. Ich komme von der Schule nach Hause, steige aus dem Bus. Also ich habe häufiger so Träume, in denen ich vergessen habe, irgendwas anzuziehen. Manchmal Schuhe, dass ich barfuß laufe. Manchmal bin ich komplett nackt. Manchmal habe ich vergessen, eine Hose anzuziehen. Und ich spüre, wie sich mein Gesicht verändert und mein Gesicht langsam das Gesicht eines Wolfes wird. Und nach einiger Zeit merke ich, dass mir ein Mann in dunkler Kleidung und mit schwarzen Haaren mir folgt. Ich kriege Angst. Und dann laufe ich durch die Straße, habe keine Hose an. Es ist unglaublich peinlich, dass ich nackt bin und versuche mir die ganze Zeit das Oberteil runterzuziehen, damit das... Als ich meine Straße einbiege, da habe ich plötzlich einen ganz dollen Gegenwind. Ich komme überhaupt nicht mehr von der Stelle.
Aber mein Verfolger, der kann ganz normal... Und spüre auch die Angst, die aufkommt, weil ich nicht weiß, was mit mir passiert. Und dann versuche ich zu schreien, aber meine Stimme ist weg. Und wenn er ganz nah bei mir ist, wache ich auf. Albträume. Manchen verfolgen sie ein Leben lang. Die Psychoanalytikerin wertet die Träume aus, versucht den Woher kommen die nächtlichen Bilder? Tja, im Traum sehen wir das, was uns auch im Wachen begegnet. Das Büro zum Beispiel oder die Urlaubsinsel vom letzten Sommer. Aber das ist nicht alles. Im Traumgeschehen gelten offenbar keine Regeln. Orte und Personen verschmelzen miteinander. Plötzlich fliegen. Tamara Fischmann macht einen Versuch, der zu einem verblüffenden Ergebnis führen wird. Sie zeigt der Versuchsperson Nicole ein besonders präpariertes Dia. Okay, das war's. Das Bild blitzt nur für den Bruchteil einer Sekunde auf. Dr. Fischmann bemerkt sofort, ganz auffällige Merkmale des Bildes sind der Probandin völlig entgangen. Jetzt ist sie gespannt. Wovon wird Nicole träumen? Die Elektroden sind beruht auf demselben Prinzip, das Hans Berger in den 20er Jahren entwickelt hat. Mit dem EEG will Tamara Fischmann die Aktivitäten des Gehirns beobachten. Später werden ihr kleinste Veränderungen von schwachen elektrischen Strömen genau verraten, wann Nicole träumt. Der Test beginnt. Für Nicole. Jetzt heißt es warten. Die Psychologin darf den Bildschirm nicht aus den Augen lassen. Auf dem Computermonitor laufen die Werte auf. Hirnströme, Augenbewegungen, Muskelspannung. Tamara Fischmann wartet gespannt auf ein bestimmtes Signal. Da ist es. Diese Zacken verraten ihr, dass Nicole nebenan jetzt träumt. Genau 10 Minuten darf sie im Traum bleiben. Sie hatten einen Traum. Können Sie mir den erzählen? Okay. Ein Spaziergang im Wald. Aber warum malt sie lauter Dreiecke? Die Erklärung findet sich in dem präparierten Dia, das sie vor dem Einschlafen ganz kurz gesehen hat. Obwohl Nicole die dreieckigen Elemente nicht bewusst wahrgenommen hat, tauchen sie anschließend in ihrem Traum auf. Das Experiment weist darauf hin, wir nehmen Dinge im Wachzustand wahr, ohne uns darüber dann im Traum einen besonderen Zugang zum Unbewussten? Also Dreiecke wandern hin und her zwischen Traum und realer Welt. Das sagt uns etwas. Und wir können eigentlich zuversichtlich sein, dass die Wissenschaft diese Phänomene nach und nach entschlüsseln wird. Das Schicksal, eine drahtlose Verbindung zwischen Menschen, die sich nahestehen, geht ein wenig über das Feld der reinen ein Geheimnis bleiben. Und Anlass zu Streit und zu Glaubenskriegen, damit zu einem Namen und zu einer Adresse, an denen sich solche Leidenschaften vorbeikommt, der sich mit dem Traum und seiner Deutung beschäftigt. Tobt sich da im Schlaf etwas aus, das wir lieber verdrängen wollen? Haben wir, hat ein jeder noch so brave Mensch, verbotene Sehnsüchte und Wünsche. Wien zur Zeit der Jahrhundertwende. In der Berggasse 19 praktiziert ein ehrgeiziger junger Nervenarzt, Sigmund Freud. Er interessiert sich für die geheimen Wünsche und Sehnsüchte der Menschen. Und er ist der Überzeugung, den Schlüssel zu den rätselhaften Botschaften der Träume gefunden zu haben. Freud zweifelt nicht. Träume sind Fenster zum Unbewussten. Immer wieder sieht er in den Erzählungen seiner Patienten unterdrückte sexuelle Traumsymbole deutet er als verschleierte Hinweise auf geheime Sehnsüchte. Eine ungeheuerlich rüde Gesellschaft jener Zeit. Menschen nichts anderes als triebgesteuerte Wesen. Wo soll das hinführen? Auf die Suche und erkennt in allem das eine sexuelle Bedeutung. Selbst eine einfache Treppe. Sie soll Ausdruck sein für den schnellen Aufstieg zum Höhepunkt, in rhythmischen Absätzen und dazu. So die Freudsche Deutung. Mit so etwas macht er sich nicht nur Freunde.
Umso schonungsloser analysiert Freud seine eigenen Träume und die seiner Patienten. In einem großen Werk soll die Öffentlichkeit die Wahrheit erfahren. 1900 ist es soweit. Die Traumdeutung erscheint. Ein Buch mit ungeheuren Folgen. Und Freud selbst geträumt hat. Ein Schlüsselerlebnis, das ihn zu seiner folgenreichen Theorie wird. Danach dreht sich alles um sehnliche Wünsche, versteckt im Mäntelchen von Träumen. Mäntelchen nur zu lüften, dann kommt zum Vorschein, was sich der Einzelne in Wahrheit wünscht. Rasend schnell werden die Ideen von Sigmund Freud in aller Welt aufgegriffen. Spielfilme wie Die Geheimnisse der Seele gründen auf Traumdeutung. Schriftsteller und Regisseure sehen auf einmal die Welt mit Freudschen Augen. Anfang des 20. Jahrhunderts sind Freud und die Psychoanalyse salonfähig geworden. In beinahe jeder Praxis steht eine Couch. Als Sigmund Freud 1939 im Londoner Exil stirbt, ist er ein Star. Seine Lehre, doch dann kommt in den 50er Jahren, Professor Nathaniel Kleitman hat als erster Wissenschaftler den Schlaf in den Mittelpunkt seiner Forschung gestellt und macht eine sensationelle Entdeckung. Kleitman beobachtet bei einer Probandin, dass deren Augäpfel im Schlaf wild hin und her rollen. Wieso hat das zuvor noch niemand bemerkt? Er ist skeptisch. Er lässt seine eigene Tochter im Schlaflabor untersuchen. Erst als sich bei ihr dasselbe Phänomen zeigt, ist er überzeugenden Augen zu bedeuten. Obwohl der Mensch schläft, schlägt das EEG wild aus. Das Gehirn ist hochaktiv. Ein Zeichen für Träume? Rapid Eye Movement, kurz REM-Schlaf, so nennt Kleitman diesen Zustand. Immer wieder wecken die Forscher Menschen im REM-Schlaf auf und regelmäßig träumen. Für Kleitman sind Träume und REM-Schlaf ein und dasselbe. Nur eine Art Nervengewitter im Gehirn. Ein rein physiologisches Phänomen, völlig ohne Bedeutung. Für mich eins entschlägt. Jede Traumdeutung nichts als Humbug. Das sagt allen Freudianern. Erst 20 Jahre später kommt der Harvard-Wissenschaftler in die Spur. Kann er mit Tierversuchen herausfinden, wo genau der REM-Schlaf entsteht? Normalerweise sind während Bewegungsmuskeln gelähmt. Im Tierexperiment hebt Hobson die Muskellähmung durch Medikamente auf. Katze schläft. Und sie träumt. Jetzt lebt Traum auch körperlich aus. Hobson studiert die Hirnarend. Träume werden im Stammhirn erzeugt, einer primitiven Hirnregion direkt über dem Rückenmark. An Freuds These, Traum als Wunscherfüllung, kann nach Hobson deshalb nichts dran sein. Denn für Wünsche und Sehnsüchte ist dieser Teil des Gehirns nicht zuständig. Wir ahnen schon, jedenfalls ist das mein Eindruck, dass die Traumforschung ihrem Ziel entgegen geradezu klassischen Traum. Du öffnest eine Tür, gehst in ein Zimmer, an dessen führt uns das nächste Zimmer und dann zur nächsten Tür und immer, immer weiter ins Ungewisse. Und so wandelt die Forschung durch überraschende Beobachtungen angeregt. Theorie. Vielleicht kommt sie auch wieder mal da vorbei, wo sie früher schon einmal war. Claudia Ruby nimmt uns mit zu immer neu. Kapstadt, Südafrika. Steven hat gerade sein Jurastudium beendet. Seit ein paar Monaten arbeitet er in einer Anwaltskanzlei. Bald wird er heiraten. Doch in den letzten Wochen hat er immer wieder Schwindelanfälle. Was ist bloß mit ihm los? Heute ist es besonders schlimm. Schon den ganzen Tag über hat er Sehstörungen. Steven schiebt das auf den Stress im Job. Am Abend geht er trotzdem mit seiner Freundin aus. Doch der Schwindel wird immer schlimmer. Plötzlich wird ihm schwarz vor Augen. In der Klinik finden die Ärzte einen Tumor im Gehirn. Gerade noch rechtzeitig kann er operiert werden. Doch als Professor Mark Solms die Hirnbilder sieht, wird er stutzig. Solms ist Neurologe und Psychologe. Träume sind sein Spezialgebiet. Und Steven genau die Region zerstört, in der die Träume an. Trotzdem hat ihm der Bohr von einem Albtraum berichtet. Das aber dürfte nach der herrschenden Lehrmeinung nicht sein. I believed
Ich glaubte fest an die damalige Lehre, dass nämlich der REM-Schlaf die Grundlage unserer Träume ist. Es war deshalb ein echter Schock für mich, als meine Studien zeigten, dass Träume und REM-Schlaf unmöglich ein und dasselbe sein können. Mark Solms ist elektrisiert. Sind die Schlafforscher 40 Jahre lang von einer falschen Voraussetzung ausgegangen? Stevens Fall bringt Solms auf eine Fährte. Immer wieder stellt er seinen Patienten dieselbe Frage. Was haben Sie für Träume? Auch diese Patientin träumt. Obwohl sie aufgrund ihrer Hirnverletzungen nach der Herr schnappen dürfte. Solms findet zahlreiche Fälle wie diesen. Die bisherige Traumforschung irrt total. Ich war begeistert, denn ich wusste, dass ich eine bedeutende Entdeckung gemacht hatte. Das hat mich natürlich gefreut, vor allem, weil es so klar war. Kein Wenn und Aber, es war eindeutig. Diese Theorie ist komplett falsch. Eine Sensation. Der REM-Schlaf kann nicht die Ursache der Träume sein, auch wenn beide meistens zusammen auftreten. Solms ist auf der richtigen Spur. Aber wo kommt das nächtliche Kino im Kopf dann her? Wo im Gehirn sitzt der Traumgenerator wirklich? Immer wieder schaut sich Solms die Aufnahmen seiner Patienten an. Auf der neurologischen Station begegnet er jeden Tag Menschen mit seltenen Störungen. Manche Patienten träumen, obwohl sie keinen REM-Schlaf mehr haben, genau wie Steven. Andere haben tatsächlich ihre Träume verloren. Der REM-Schlaf jedoch ist bei diesen Patienten intakt. Noch passen die Puzzlesteine nicht richtig zusammen. Solms durchforstet die gesamte Fachliteratur: Neurologie, Psychiatrie, Psychologie. Und allmählich wird ihm eines klar: Wenn die Träume ausbleiben, sondern eine ganz andere Hirnregion. Das Hirn. Jenen Hirnteil, der uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Im Traum besonders aktiv ist eine Region direkt hinter den Augen. Neurologen bezeichnen sie als das Suchsystem. Es ist das Zentrum, das uns bei der Erfüllung unserer Wünsche und Bedürfnisse steuert. Träumen können wir nur, wenn das Suchsystem intakt ist. Hier also steckt unser Traumgenerator. The part of the brain. Im Traum sind die Hirnregionen aktiv, die für unsere Instinkte zuständig sind, für unsere Emotionen und Wünsche. Diese Bereiche leuchten auf wie ein Weihnachtsbaum. Und gleichzeitig sind die äußeren Regionen unseres Hirns ausgeschaltet, also die rationalen, logischen, sozusagen zivilisierten Teile unseres Gehirns. Wachsen Hirnforschung und Psychologie heute wieder zusammen? Durch die Studien von Mark Solms entsteht zurzeit eine ganz neue Forschungsrichtung, die Neuropsychoanalyse. Mittlerweile ist klar, Wünsche spielen unseren Träumen eine bedeutende Rolle. In uns abenteuerlich und wissenschaftlich verwegen gingen wir bisher immer davon aus, dass das Wachsein, dass der Alltag und das Leben die Anstöße liefert für unsere Träume. So drehen wir die Theorie jetzt einfach mal. Der Traum auch dabei helfen, mit der Realität besser fertig zu werden. Der Zustand, in dem das getestet wird, mag vielen von uns nicht ganz ungewohnt sein. Du träumst und du weißt, dass du träumst. Bist im Schlaf, aber auch irgendwie wach und jemand sich einen Traum zusammenzustellen. Und da wäre ja auch einiges im Programm. Abenteuerliches, lehrreiches und praktisches. Und dies und das könnte eben auch für den Träumer unter 16 Jahren noch nicht geeignet sein. Er gehört zu den Menschen mit einer ganz besonderen Fähigkeit. Martin Spies Sweetland. Er kann die Geschichten seiner Träume lenken, wohin er möchte. Nach Lust und Laune. Ein Phänomen, das die Wissenschaftler Klartraum nennen. Im Schlaflabor wird ein spannender Test vorbereitet. Der Sportwissenschaftler Daniel Erlacher ist der einzige Forscher in Deutschland. Kann es ihm gelingen, ihm sogar gezielte Anweisungen für ein Training mitzugeben? Denn Martin ist Erlacher auf das vereinbarte Signal. Nur die Augenmuskeln lassen sich im Traum bewegen.
Das EEG zeigt, dass Martin allmählich einschläft. Aber gelingt es ihm, einen Klartraum zu haben? Nur dann könnte Erlacher das Experiment durchführen. Da ist es, das vereinbarte Zeichen. Ein Signal aus der Traumwelt, eine deutliche Augenbewegung, zweimal links, rechts. Super. Für Daniel Erlacher ein voller Erfolg. Jetzt soll Martin in seinem Klartraum mit zuvor vereinbarten Übungen beginnen. Kniebeugen. Aber im Traum? Können etwa die geträumten Übungen auch körperlich wirken? Aber die Kurven zeigen es eindeutig. Während Martin im Klartraum trainiert, steigt seine Atemfrequenz deutlich an. Daniel Erlacher hat zum ersten Mal nachgewiesen, dass das nächtliche Training tatsächlich einen körperlichen Effekt hat. Für seine Forschungen hat er kürzlich den renommierten Wissenschaftspreis der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft erhalten. Der Schlaf, für Daniel Erlacher ein faszinierendes Arbeitsgebiet. Wenn jetzt jemand im Traum trainiert, dann ist schon zu erwarten, dass er im Wachen auch besser wird. Das zeigen die ersten Ergebnisse von unseren Studien, die wir durchgeführt haben. Und, Spieß Sweetland trainiert für den Fünfkampf. Im Klartraum trainiert er die Einzelnen immer und immer wieder. Vor allem den Speerwurf hat er zum großen Teil im Klartraum geübt. Die ersten Untersuchungen im Schlaflabor scheinen tatsächlich zu Training im Traum kann zu besseren körperlichen Leistungen führen. Kaum vorstellbar, was alles möglich werden könnte, wenn Wissenschaftler die Träume weiter bis ins Tiefste ergründen. Und dafür stehen heute modernste Mittel zur Verfügung. München, Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Hier läuft zurzeit ein einzigartiger. Technischen Methoden wollen die Wissenschaftler das Gehirn beim Schlafen und Träumen beobachten. Schlafen. Eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Versuch gelingt. Die Methoden miteinander kombinieren. Das klassische Tomographen. Werden sie so dem Geheimnis der... Für den Probanden ist die Untersuchung völlig ungefährlich. Er ist keinen Strahlen ausgesetzt, nur einem starken Magnetfeld. Allerdings ist es extrem laut in der engen Röhre. Deshalb können die meisten Versuchspersonen nicht einschlafen. Doch mit diesen Probanden stehen die Chancen gut. Gespannt beobachten die Wissenschaftler, was passiert. Nach einer Stunde ist der junge Mann tatsächlich eingeschlafen. Die Kernspin-Bilder von seinem schlafenden Hirn sind eine Sensation. Deutlich zeigen sie, welche Regionen aktiv sind. An den EEG-Kurven erkennen die Forscher, in welcher Schlafphase sich der Proband gerade befindet. Im nächsten Schritt müssen sie diese Schlafphasen den Kernspin-Bildern zuordnen. Professor Holzbohr erhofft sich ganz neue. Dann werden wir auch in der Lage sein, zu schließen, das muss wohl ein Albtraum gewesen sein. Noch genauer können wir es allerdings erfragen, wenn wir den Patienten am Aufwachen danach fragen. Die Experimente haben gerade erst begonnen. Die Forscher hoffen auf Bilder, die ihnen ganz genau erschließen, was Träume im Gehirn tut. Was und warum wir aber genau, wird selbst dann noch ein Rätsel bleiben. Was noch? Im nächsten Jahr bekommt die Sendung Abenteuer Wissen einen neuen Moderator. Carsten Schwanke heißt er, ist Naturwissenschaftler. Wir haben ihn von der ARD geklaut. Ich schaue mir das jetzt von Ihrer, also von der anderen Seite des Bildschirms an. Die Sendung ist einfach interessant, die erfolgreichste ihrer Art. Gelegentlich werde ich dann mit einem Kamerateam unterwegs sein. Im Journalistenberuf ist nun einmal das Herumtreiben das größte aller Abenteuer. Ich wünsche Ihnen noch einen unterhaltsamen Abend mit Johannes B. Kerner und irgendwann danach wunderbare... Ach ja, noch ein Wort. Die werde ich vermissen. Das spannende Themen, neue Entdeckung, uraltes Rätsel, das Abenteuer des Herumpaddelns im großen, weiten, schöne Zeit.